Moin zusammen, willkommen zurück zu einer neuen Folge Detroit Become Human. Wir sind mit Marcus bei Jericho angelangt und suchen jetzt, ich denke mal, ein verstecktes Androiden-Versteck. Und ich... Oh. Nein! Das tat weh. Mitten ob der Okolyten. Oh. Daniel? Willkommen in Jericho. Das ist doch Daniel. Das ist doch der Daniel aus der ersten Folge gewesen hier, sag schon, der die Kleine da umbringen wollte. Hat er auch überlebt? Oh, der redet mittlerweile nicht mehr mit uns. Und unsere Software ist instabil. Da war auch wieder R9. Wie immer. Kommt sofort. Hey, Hank! Wie geht's dir, Mann? Guck mal, ob wir die Beziehung mit Hank noch ein bisschen verbessern können. Nummer 5 im Dritten. Der ist blitzschnell. Der Gaul kann echt richtig rennen. Willst du was setzen? Dein letzter Reiseakt ist ganz schön teuer für mich geworden, Pedro. Komm schon, das hier ist anders. 100%. Vertrag dich mit Hank. Warte, nochmal neu. Vertrag dich mit Lieutenant. Garantie 100%. Ja, klar. Ha. Okay, ich bin dabei. Verdammt gut. Hey, du wirst nicht bereuen. Was ist dein Problem? Kannst du nicht tun, was man dir sagt? Du kannst mir nicht hinterherrennen wie ein Hund. Oh. Versöhnen. Für Verhalten. Ich entschuldige mich für mein Verhalten. Mein Verhalten auf dem Polizeirevier tut mir sehr leid. Ich wollte nicht unhöflich sein. Oh, wow. Du hast sogar ein Arschkriecher Entschuldigungsprogramm. Die von CyberLife denken wirklich an alles. Ja? Bitte sehr. Ah, danke, Gary. Ich verhungere. Vergiss das Ding nicht. Keine Chance. Der folgt mir überall hin. Ja, ich wollte den Herren jetzt nicht scannen, weil ich dann Angst habe, der Tank... noch misstrauischer wird. Glücksspiel, Gewohnheiten, kostenlose Mahlzeit. Guten Appetit. Guten Appetit. Danke. Gegend, Gewohnheit, Glücksspiel. Ah, wenn ich Glücksspiel, habe ich Angst, dass ich wieder... Essen Sie häufig hier? Meistens. Gary macht die besten Burger in Detroit. Hank und Androiden? Ich habe eine persönliche Frage, Lieutenant. Warum hassen Sie Androiden so sehr? Ich habe meine Gründe. Ich denke. Über Connor, Abweichler? Über Connor. Möchten Sie irgendetwas über mich wissen? Scheiße. Nein. Tja, doch. Warum siehst du so dämlich aus und klickst wie der letzte Arsch? CyberLife-Androiden sollen harmonische Beziehungen herstellen. Mein Äußeres und meine Stimme sind darauf ausgerichtet, meine Integration zu erleichtern. Mhm. Tja, war wohl nicht. Scheiße gelaufen. Oh, Abweichler.
Möchten Sie erfahren, was wir über Abweichler wissen? Aber sicher doch. Weiter. Wir vermuten eine Art Mutation in der Software einiger Androiden, die zur Nachahmung menschlicher Emotionen führt. Klartext, bitte. Sie können nicht wirklich fühlen, sondern erhalten irrationale Anweisungen, die unberechenbares Verhalten auslösen. Emotionen machen nichts als Ärger. Die Androiden ähneln uns doch mehr als gedacht. Schon mal mit Abweichlern zu tun gehabt? Vor ein paar Monaten. Ein Abweichler wollte mit einem kleinen Mädchen vom Dach springen. Aber ich konnte sie retten. So, du hast bestimmt deine Hausaufgaben gemacht. Und du hast jetzt alles über mich rausgefunden. Die Wahrheit. Ich weiß, dass Ihr Abschluss exzellent war. Sie haben viele Fälle hervorragend gelöst und wurden der jüngste Lieutenant in Detroit. Ich weiß auch, dass Sie in den letzten Jahren häufig abgemahnt wurden und Sie verbringen viel Zeit in Bars. Und was schließt du daraus? Aufrichtig, zischleuch, kalt. Aufrichtig. Die Arbeit mit einem Officer mit privaten Problemen ist eine Herausforderung. Aber Anpassung an menschliche Fehlbarkeit ist eine meiner Funktionen. Oh? Mir wurde ein mutmaßlicher Abweichler gemeldet. Nur ein paar Blocks entfernt. Wir sollten nachsehen. Essen Sie in Ruhe auf. Ich bin im Auto, wenn Sie mich brauchen. Ja, lief doch besser als gedacht. Sind deine Batterien etwa leer? Tut mir leid. Ich habe CyberLife Bericht erstattet. Ah. Oh. Und willst du da etwa im Aufzug stehen bleiben? Nein. Ich komme. Wir fragen den Verdächtigen. Was wissen wir über diesen Kerl? Nicht viel. Ein Nachbar hat berichtet, dass er seltsame Geräusche auf dieser Etage gehört hat. Die Wohnung sollte unbewohnt sein, aber der Nachbar sagte, er habe hier einen Mann gesehen, der eine LED verbarg. Ja, oh Mann, wenn wir jetzt auch noch jedes seltsame Geräusch untersuchen sollen, brauchen wir echt mehr Cops. Federn. Von einer Taube. Hey, hast du vorhin im Aufzug wirklich einen Bericht abgeschickt? Nur durch Schließen deiner Augen? Korrekt. Scheiße. Das ist echt praktisch. Tja, so Spaß den ganzen Papierkram, Hank. Manchmal sind wir doch für irgendwas gut. Ist jemand zu Hause? Aufmachen, Detroit Police! Und bleib schon wird er hellwach. Schön hinter ihm bleiben. Irgendwo müssen wir hängen, ein bisschen beschützen. Ich meine, gegen Androiden können wir ja ruhig, oder? Befrage den Verdächtigen. Was zur Hölle ist das denn? Tauben. Jede Menge Tauben. Scheiße, wie das hier stinkt. Tja, wir sind umsonst gekommen. Nee, sind unser Mann nicht. Ist weg. Er steht wieder auf Ende. Und RA9 ist auch wieder da. Warte, so, jetzt. Bestätige, dass das Verdächtige ein Abweichler ist. Finde den Ursprung des Lärms. Oh, direkt eine Taube vor der Nase. Also hier haben wir schon jede Menge Symbolik. Und hier haben wir wieder... Also...
RA9, RA9. Ein Fehler? Irgendeine Idee dazu? RA9. Und zwar 2471 Mal. Das gleiche Symbol hat Ortiz Android an die Duschwand geschrieben. Warum sind sie so besessen davon? Sieht aus wie Labyrinthe oder sowas. Zwang auf das Schreiben. Die Decke. Wir schauen das mal so. Probe. Blaues Boot als Vermisstgemeld. Warte mal, war das recht? Guck mal unten rechts, ist das ein. Ist das der LED-Ring von der Seite? Der hat ihn abgemacht. Seine LED ist im Waschbecken. Natürlich war es ein Android. Ein Mensch hätte diese Scheißtauben nicht ertragen. Glaube ich auch nicht. Der wurde umgestoßen, Hocker. Das ist mir auch klar. Was ist das? Geöffnete Textmarke. Achso, weil er geschrieben hat. So. Wer war am Schreiben? Ich denke mal, dann hat er uns gehört, weil wir stark geklopft haben. Ist runtergefallen. Ist ins Wohnzimmer gerannt. Das war das Geräusch, was wir, denke ich mal, gehört haben. RT. Militärjacke. RT. Vermutlich Initialen. Er hat seine Initialen auf der Jacke. So was machen Mütter für ihre Erstklässler. Jede Menge Vogelfutter. Er sucht auf jeden Fall Nähe zu Lebewesen, wenn es da Tauben sind. Echte Bücher. Ich dachte, ich wäre der Letzte in Detroit, der noch welche hat. Ist bei nix. E-Books kann man das Papier nicht riechen. Und die Seiten vergilben auch nicht. Ist die ganzen Symbole auf der Wand doch da auf dem Schrank? Ich weiß nicht, wovon ich rede. Na doch, habe ich. Ich habe auch noch ein paar Bücher zu Hause liegen. Vogelfutter. Ein Loch in der Wand. Was? UFD? Felder im Herzen der Stadt. Da wurde dann gerissen. Ich fass es nicht. Diese Irre hat tatsächlich die Viecher gefüttert. Ein Buch. Wieder die Symbolik. Aber was ist das für ein Buch? Du siehst am... Das sind Labyrinthe. Da auch, da auch. Gefunden? Ich weiß nicht. Da hinten ist noch was. Das würde ich gerne machen, bevor ich den Schrank öffne. Notizbuch, aber es ist nicht entzifferbar. Rausgucken kann ich nicht. Ja, warte, ich guck erstmal da hinten in das Regal, dann lag er. Was ist das? Rupert Travis. Der Führerschein ist gefälscht.
cool, da hat sich der Besuch gelohnt. Hm. Aber RT passt schon mal, Robert Travis. Spuren frisch. Spuren von verzinkten Stahl. Abdrücke. Spuren von Vogelfäkalien, aber keine Fingerabdrücke. Was ist das? Metallhaken, kürzlich ver... Also der hing an der Wand, an der Decke. Der hing an der Decke, sag ich doch. Der Kollege ist gegengelaufen. Verdächtiger hat gehört, wie wir reingekommen sind. Und ist in der Decke abgehauen. Ach, schauen wir mal jetzt mal reingucken. Das hat sich, glaube ich, erledigt. So, jetzt können wir aber... Diese gottverdammten Dreckstauben! Worauf wartest du noch? Hinterher! Ja, ich geb mir ja Mühe. Zack. Was jetzt? Muss ich machen? Ach, ich muss laufen. Keine Sache heute. Oh, wo ist er hin? Er ist weg. Oh, Scheiße. Scheiße, fuck, wir hatten ihn. Oh. Schon okay. Schon okay, ist egal. Wir wissen, wie er aussieht. Der kommt nicht weit. Kommt, verschwinden wir. Das ist genug Gemüse für einen Tag. Das hätte nicht passieren dürfen. Ich bin auf Erfolg programmiert. Oh, tja, du hast versagt, Connor. Willkommen im Club. Ich habe nicht gemerkt, dass ich laufen musste. Ich habe gedacht, es kommt da so Quicktime-Events, weißt du, dass man bestimmte Tastenfolgen drücken muss. Ah, das ärgert mich jetzt. Ich hätte ihn gerne gekriegt. Rupert ist entkommen. Ein kleiner Hinweis, wenn ich nicht gewesen. Ich bin davon ausgegangen, dass jetzt noch Quicktime-Events kommen. Mist. Wer seid ihr? Flüchtende. So wie du. Ich bin Josh. Ich bin Simon. North. Androiden, Jericho, Zuflucht. Ich verstehe nicht. Ich dachte, Jericho sei ein Ort, wo Androiden in Freiheit leben. Wir leben in Freiheit. Vielleicht anders, als du gehofft hast, aber hier gibt es keine Meister. Wir gehören niemandem. Ihr wusstet, dass nur ein Android der Spur folgen kann, nicht wahr? Nur wer wie wir ist, kann Jericho finden. Konntest du die Zeichen entziffern, hat einer von uns dich als vertrauenswürdig erachtet. Es gibt einen Ort, wo wir frei sind. Finde Jericho! Das hier ist Jericho? Eine Zuflucht für die, die nicht länger Sklaven sein wollen. Ich verstehe, wie du dich fühlst. Aber hier herrscht mehr Freiheit, als du je hattest. Menschen waren eure Meister und jetzt beherrscht euch die Angst. Ihr seid nicht freier als zuvor. Ihr habt nur einen neuen Meister. Du bist verwirrt. So wie der Rest von uns. Wir wollten das alles nicht. Wir müssen jetzt aber damit klarkommen. Du bist hier sicher. Du kannst bei uns bleiben, solange du möchtest. Sprech mit Lucy. Sie kann dir vielleicht helfen. Ich die Jungfrau gesehen haben. Ah, mich ärgert halt immer noch, dass ich dir nicht gefolgt bin. Mist.
ich habe echt die ganze Zeit auf so ein Quicktime-Event gewartet, was ich dann drücken muss. Und als ich dann losgehen wollte, als ich das gemerkt habe, war schon zu spät. So, ich glaube, wir können einzeln mit allen reden, oder? Oh, dich hat aber ein bisschen erwischt. Ich hörte, Menschen fürchten sich auch vor dem Tod. Weißt du, was danach mit uns passiert? Nein. Nein, leider nicht. Tja, ich werde es bald wissen. Wie heißt du? Marcus. Schön, dich kennenzulernen, Marcus. Das war's. Man kann nicht sehen, woran sie jetzt defekte. Was dann ihr Defekt war, dass man vielleicht. Man hätte sie vielleicht noch retten können. Du magst nicht mit uns reden? Okay. Aber du hast vorhin mit uns geredet. Das ist ein Kind? Sie haben ihn weggejagt, als sie ihn nicht mehr haben wollten. Er hat auf der Straße gelebt, bis wir ihn herbrachten. Sie werden sich alle abschalten, wenn wir ihnen nicht irgendwie helfen. Sie brauchen dringend blaues Blut und Biokomponenten. Wir schlachten alle aus, die sich abschalten. Aber das reicht einfach nicht. Und wie überleben sie? Tun sie nicht. Wir sterben langsam aus. Da haben wir wieder RA9. Ich denke mal, es ist irgendwas mit der Programmierung, dass irgendwas mit der Software ist. Feuer einfach. So, ein bisschen Licht hier in der Ecke. Ach, guck mal. Du siehst aus, als ob du im Hotel oder so gearbeitet hättest. Ersatzteil. Haben sie noch welche über? Cyberlife Lager und Dogs West Detroit. Heißt, wir brauchen mehr Ersatzteile? Die wissen nichts mehr mit sich anzufangen. Warte mal. So, jetzt verschauen wir mit ihr. Verwundet Jericho. Viele hier sind in einem schlechten Zustand. So behandeln Menschen die, die nicht gehorchen. Sie verachten uns. Sie werden uns nie akzeptieren. Ihr Ring ist blau. Alle hier brauchen Ersatzteile und blaues Blut. Warum hat das noch niemand besorgt? Es ist nicht so einfach. Wir können ja schlecht im Cyberlife-Geschäft einkaufen. Und niemand will riskieren, Jericho zu verlassen. Was ist früher deine Funktion gewesen? Das ist doch egal.
Wenn du Geborgenheit suchst, bist du hier am falschen Ort. Sehr, sehr freundlich und sehr, sehr nett. Detroit City. Wir machen mal auf jeden Fall jetzt mal ein bisschen mehr Licht hier. So kommen nämlich alle ein bisschen aus ihren Ecken raus. So, da haben wir beide an. Hier sind, glaube ich, drei. Nee. Auch nur zwei. Wer singt denn da? Bin in einem üblen Zustand, was? Mein Diagnoseprogramm funktioniert nicht. Aber es hätte wohl ohnehin keine guten Nachrichten. Was ist mit dir passiert? Sie banden mich an meinem Auto fest. Sie wollten wohl ihren Spaß haben. Hm. Ich will mich nicht abschalten. Nein, ich will mich nicht abschalten. Ich sag, die KI hat sich weiterentwickelt. Dass sie mitfühlen. Wobei das Marcus ja irgendwie von Anfang an gemacht hat, denke ich mal. Der hat Karl ja auch nachher Dad genannt. Als er im Sterben lag. So, Simon war das, ne? Reden wir mal kurz mit Simon. Oder auch nicht. So, ich meine, dann hätten wir, glaube ich, mit allen einmal kurz gesprochen, mit denen wir sprechen konnten. So, folgen wir mal den Gesang. Bist du Lucy? Setz dich. Zeig mal. Hochheben. Ich stoppe die Blutung. Trink das. Gib mir deine Hand. Du hattest alles und hast alles verloren. Du hast die Hölle gesehen und sie tobt jetzt in dir. Dein Herz ist geteilt. Ein Teil ist Schatten und ein Teil ist Licht. Was wird siegen? Deine Entscheidungen formen unser Schicksal.
Der Breite ist Simon einen Plan. Ich glaube, das machen wir jetzt noch. Ich würde auf jeden Fall gucken, dass ich für die Ersatzteile und blaues Blut bekomme. Damit sie sich von... Oh, da oben sind noch welche. Damit sie sich von selber abschalten. Und sich auf jeden Fall reparieren können, andere helfen können. Simon. Das ist auch ein blauer Ring. Ich weiß, wo Ersatzteile sind. Die Cyberlife-Lagerhäuser unten am Hafen. Da ist alles, was wir brauchen. Die Docks sind bewacht. Wir können nicht einfach rein und uns etwas nehmen. Die Menschen verhindern das. Darum fragen wir auch nicht um Erlaubnis. Wir haben keine Waffen. Und selbst wenn, keiner von uns weiß, wie man kämpft. Wir werden gar nicht kämpfen, sondern stehlen. Sie werden uns alle töten. Vielleicht. Aber immer noch besser, als sich abzuschalten. Ich bin dabei. Wir könnten es versuchen. Okay. Bin dabei. Ich glaube, mehr kann man nicht holen. So. Also, wir versuchen auf jeden Fall jetzt mit Marcus und mit den anderen Abweichlern, versuchen wir auf jeden Fall ein paar Teile zu finden, blaues Blut zu kriegen, damit sie sich hier von selbst abschalten und damit hat mit zumindest einen kleinen Funken Hoffnung haben. Mich ärgert das noch unheimlich, dass ich den einen Typen nicht gekriegt habe. Warum haben die nicht einfach gesagt, linker Stick nach vorne drücken? Dann hätte das schon gereicht. Ah, na gut. Es ist passiert, ändern kann man nichts. Jetzt ist es so. So, wenn dir die Folge trotzdem gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr mit dem Daumen hoch zeigt. Schreibt mir in die Kommentare, lasst ein Abo da. Ansonsten, der übliche Spruch. Ihr kennt ihn alle. Hoffe ich. Danke fürs Einschalten, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.